Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formates Im Gespräch mit. Heute sportlich im Rahmen unserer Sinterei Sportmagazine mit der Barmer 2. Basketball-Bundesliga und den Tigers Tübingen. Zu Gast ist der leitende Geschäftsführer oder Verwaltungschef der Geschäftsstelle in Tübingen im französischen Viertel, Jascha Maus. Jascha, herzlich willkommen und danke, dass du Zeit für uns hast. Hallo Roland, gern. In der Nachfolge vom Robert Wintermantel kann man sagen, bist du Leiter der Geschäftsstelle, nicht Manager in dem Sinne oder sportlicher Direktor. Ist das richtig so? Was sind deine Hauptaufgaben, um nicht zu sagen Herausforderungen? Ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst. Verwaltungschef trifft es, glaube ich, ganz gut. Mein Ziel und meine Aufgaben sind schon, die Organisation voranzubringen in allen Bereichen, die da mit dazugehören. Das sei die Geschäftsstelle, das sei Sponsoring, Marketing, Finanzierung und alles, was auch sonst so anfällt über Bereiche wie Ticketing und Merchandising. Aber weniger, als es zuvor vielleicht war im sportlichen Bereich. Und jetzt seit 1. August habe ich gesagt, im Amt und Würden, was sind deine ersten Erfahrungen? Wie sieht deine persönliche Bilanz aus nach 4 Monaten? Sehr, sehr positiv. Das Wichtigste für mich war erstmal, diesen neuen Schwung mitzunehmen. Und natürlich hat dann der sportliche Erfolg, den wir bisher hatten, auch mitgeholfen. Für mich ist extrem wichtig, Partner kennenzulernen, mit den Fans in Kontakt zu sein, mit dem Team in Kontakt zu sein. Und das kann bisher oder ist bisher extrem positiv verlaufen. Da gibt es ja eine nette Randnotiz oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Du wohnst in der WG mit Timo Lernmüller und Isaiah Crawley, wie geht es? Ja, das ist ein bisschen meiner Vergangenheit geschuldet. Mein Weg hat sich ein bisschen entwickelt innerhalb des Clubs über eine Praktikantenstelle zum Werkstudenten, eben jetzt zum Geschäftsstellenleiter. Und dadurch hat sich das ergeben, dass ich eben momentan noch in der WG lebe mit auch Spielern zusammen. Das funktioniert super, dadurch, dass wir uns davor schon kannten, aus der letzten Saison schon kannten, ist es auch überhaupt gar kein Problem. Ein bisschen zur Person für unsere Zuschauer. Du bist in Stuttgart geboren, in Bleidelsheim aufgewachsen. Und dann gibt es 4 Orte. Köln, Aalen, Amsterdam, Koblenz. Das ist ziemlich quer durch Europa. Kannst du vielleicht Ihren Satz zu den Stationen sagen? Fangen wir vielleicht mal bei der ersten an. Das war Köln. Köln war mein erster Ausflug weg von zu Hause. Mit 16, 17 damals ausgezogen nach Köln, um dort eben im Journalismus zu arbeiten. Basketball-Journalismus bei einer Basketballzeitschrift. Dann habe ich in Aalen studiert, bin nach Amsterdam gezogen, vorübergehend eigentlich auch für ein Praktikum, habe dann da auch eine Arbeitsstelle übernommen, nebenher meine Bachelorarbeit beendet, bin dann nach Tübingen gekommen und Koblenz ist ein bisschen interessant, weil ich selbst noch nie vor Ort war, aber dort mache ich momentan noch meinen Master fertig im Bereich Sportmanagement. Könnte man in Tübingen auch machen? Genau, es war so, dass ich in Tübingen ein Semester mehr hätte studieren müssen. Dadurch, dass ich schon beruflich unterwegs bin, war mein Ziel, das Ganze schnellstmöglich durchzuziehen. Und da war dann Koblenz einfach praktischer. Eigene sportliche Laufbahn, du bist aus Stuttgart, liegt natürlich eigentlich nahe VfB-Fan-Fußball. Definitiv, kann ich auch nicht verneinen. Ist ganz klar ein großer Teil meiner Jugend gewesen. Der VfB spielt eine große Rolle. Ich habe selbst noch eine Dauerkarte, von daher, definitiv auch. Und wie zum Basketball kommen und selber gespielt? Ich habe selbst angefangen mit 5 und 6 Fußball zu spielen und habe dann mit 13, 14 den Basketball für mich entdeckt, das Ganze parallel laufen lassen und schon immer einfach großer Fußball- und großer Basketball-Fan und Enthusiast. Du hast angesprochen Marketing, Sponsoring, Finanzen und Organisation. Ich habe gefunden, der Headcoach Danny Jansen. Nenn die Dinge beim Namen. Wir benötigen eine eigene Trainingshalle, einen Kraftraum, einen hauptamtlichen Physiotherapeuten und insgesamt mehr Trainer im Jugendbereich. Kostet Geld. Definitiv, muss finanziert werden. Sind aber auch keine Forderungen, die jetzt auf Januar 2022 angepeilt sind, sondern eben Entwicklungsstufen für die nächsten Jahre. Deswegen haben wir ja auch in der Strategie einen 3-Jahres-Plan festgelegt. Und dann geht es auch gar nicht darum, dass Danny Jansen das unbedingt möchte und haben muss, sondern einfach, dass das Voraussetzungen sind, wenn man einen nachhaltig erfolgreichen Basketballclub in Deutschland aufbauen möchte. Bleiben wir kurz noch bei den Finanzen. Einerseits natürlich wahrscheinlich besonders schwierig in diesen Pandemiezeiten. Wie ist das Feedback für dich? Naja, das Wichtigste für mich in den ersten Monaten ist erstmal eine Basis zu schaffen. Also natürlich geht es auch darum, Verträge abzuschließen und Geld einzuholen, ganz klar, das ist Teil meiner Stelle.
Aber für mich ist extrem wichtig, erstmal den Leuten, den Unternehmen, den Partnern und potenziellen Partnern zu erklären, wer wir sind und was wir machen möchten, unseren Weg aufzeigen. Und wenn dann Partner sich mit uns identifizieren, dann können wir auch über das Finanzielle sprechen. Jetzt gibt es natürlich Corona-Hilfe, Profisport. Ist da schon Geld bei Tigers angekommen? Ja, wir haben auch schon Geld erhalten. Jedoch muss man das ein bisschen differenzieren, weil sich das auf die Ticketausfälle bezieht. Sprich, wir werden erst im neuen Jahr dann an den tatsächlichen Ticketeinnahmen sehen, ob wir das Geld auch tatsächlich behalten können und dürfen. Entsprechend ist es ein bisschen ein schwieriges Thema. Jetzt natürlich tatsächlich, Corona hat nach wie vor alles im Griff. Wie ist es, wenn du ab und zu mal in so einer leeren Arena stehst? Stellt man sich da mitunter die Frage, lohnt sich der riesige Aufwand? So würde ich das nicht sagen. Es lohnt sich schon, weil das ja auch ein persönlicher Drive ist, warum man das macht. Aber es ist ganz klar, dass da was Großes fehlt. Die Fans sind ein elementarer Bestandteil des Sports und das haben wir in dieser Saison gemerkt. Sobald die Fans wieder da sind, spielen wir auch ganz anders, spielen die Jungs ganz anders. Die Emotionen innerhalb der Halle sind das, warum ich im Sport arbeite. Jetzt spielen wir morgen gegen Adlern Dragons, das letzte Heimspiel in Rottenburg. Die Vorgaben ändern sich zwar vielleicht stündlich nicht gerade, aber laufend, wie sind sie für morgen? Morgen dürfen wir vor maximal 750 Zuschauern spielen. Wir haben aber beschlossen, aufgrund der kleineren Halle maximal 500 Personen reinzulassen. Wir wollen natürlich auch eine gewisse Sicherheit für unsere Fans bieten. Und entsprechend sind wir erstmal froh, dass wir überhaupt vor Zuschauern spielen können. Kurz vor Weihnachten soll die Paul-Horn-Arena wieder fertig sein. Heimspiel gegen Schwenninger. Klappt es? Das ist unsere Planung und das ist auch das Feedback, das wir momentan bekommen. Es sollte klappen und darauf freuen wir uns natürlich riesig, weil nach knapp anderthalb Jahren ohne Fans und ohne unsere Heimathalle einfach ein großes Herzstück des Tübinger Basketballs gefehlt hat. Jetzt natürlich, du hast vorher angesprochen, Konzeption, Aufstieg in 3 Jahren. Was sind die nächsten Schritte und wie ist der Stand? Außer dass der sportliche Erfolg, da kommen wir noch drauf, richtig gut ist im Augenblick. Also ich sage nicht unbedingt reine Zielsetzung, Aufstieg in 3 Jahren, weil im Sport kann man einen sportlichen Erfolg nie genau planen. Wir möchten bereit sein für die BBL in spätestens 3 Jahren. Ich glaube, das ist das Ziel. Und da geht es eben um die Sachen, die wir vorher angesprochen haben. Es geht um das Umfeld, die Strukturen und das Personal. Und das aufzubauen ist meine Aufgabe. Und jetzt, wie es... Erklärst du den augenblicklichen sportlichen Erfolg? Also man muss ja sagen, 8 Siege und davon praktisch nur 2 Heimspiele. Ja? Was sind die Gründe für diesen schönen Erfolg? Ein extrem homogen zusammengestelltes Team. Ich glaube, wenn man sich die Teamstatistiken in der zweiten Liga anguckt, dann sind wir, ich glaube, in keiner Statistik wirklich unter den Top 3. Wir stehen aber auf Platz 3, nur 1 Sieg hinter den ersten beiden, weil wir, glaube ich, als Team extrem gut funktionieren und weil die Charaktere zusammenpassen. Und jetzt natürlich, ich will mal sagen, wichtig für den Erfolg ist neben natürlich deiner Person in Bamberg und das ganze Umfeld, der Trainer Danny Jansson. Was passiert, wenn sein Erfolg natürlich jetzt auch Begehrlichkeiten von anderer Stelle weckt? Vielleicht irgendwie ein Ulmer auf die Idee kommt, dass man ihn wiederholen könnte. Ja gut, das ist im Sport natürlich auch niemals ausgeschlossen. Danny Jansson hat aber auch eine extrem hohe Eigenmotivation. Also wir sind ja tagtäglich im Austausch, dadurch, dass wir Tisch an Tisch sitzen quasi. Und Danny möchte hier was aufbauen. Danny ist hier, um langfristig dem Ganzen einen eigenen Stempel aufzudrücken. Und deswegen mache ich mir da momentan überhaupt gar keine Sorgen. Kann man sagen, die Pro A wird Saison für Saison besser, insbesondere auch in Corona, weil einige gute Spieler da spielen, die vielleicht sonst woanders untergekommen wären. Wie schätzt du für uns, für die Tigers, den weiteren Saisonverlauf ein? Ich glaube, dass die zweite Liga in Deutschland wie auch die erste Liga inzwischen einen relativ guten Ruf genießt und dadurch schon viele Spiele, die es als Sprungbrett sehen. Also wir hatten ja letztes Jahr beispielsweise selbst den Elias Walton, der dann den Sprung in die erste spanische Liga geschafft hat. Ich glaube, viele Spieler nehmen das wahr. Und die Liga ist definitiv nicht zu unterschätzen. Ich glaube, jede Mannschaft kann an einem guten Tag jeden schlagen. Und auch wir können jeden schlagen. Aber wir können natürlich auch gegen jeden verlieren. Das ist Teil des Spiels. Jetzt natürlich sind wir in der Vorweihnachtszeit zum Schluss. Wenn du einen Wunsch frei hättest, für dich persönlich oder vielleicht auch vielmehr für den Verein, was wäre das? Verletzungsfrei bleiben. Ich glaube, wir hatten bisher noch kein einziges Spiel, wo wir das gesamte Team zur Verfügung hatten. Und ich wünsche jedem Einzelnen von den Jungs, dass sie sich einfach wirklich persönlich so weiterentwickeln können. Und dafür müssen sie fit sein. Das wäre mein größter Wunsch. Die Spieler sagen, ein Grund für den Erfolg ist auch, dass sie tatsächlich vom Teamspirit
noch besser sind wie letztes Jahr und dass sie sehr hart trainieren. Kann das möglicherweise mit den Verletzungen zusammenhängen? Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich glaube, Verletzungen gehören immer zum Sport dazu. Das muss man einfach sagen. Und wenn man sieht, was für Verletzungen wir dieses Jahr hatten, die sind extrem unterschiedlich und natürlich teilweise auch einfach unglücklich. Und dann kann es passieren. Ich würde nicht sagen, dass es unbedingt am zu harten Training liegt. Und natürlich vielleicht ein Grund war auch, dass es gelang, mal ein paar Spieler mehr zu halten als in Tübingen üblich. Ich werfe sehr gerne das Wort Nachhaltigkeit in den Raum und auch in dem Fall geht es einfach darum, das möchten wir und das müssen wir erreichen. Wenn wir nachhaltigen Erfolg und eine stetige Entwicklung hier in Tübingen umsetzen möchten, dann benötigen wir die gleichen Spieler, weil auch eine gewisse Identifikation entstehen soll. Jascha, Nachhaltigkeit, Erfolg und Freude wünsche ich dir. Danke, dass du da warst. Ronan, vielen Dank. Liebe Zuschauer, es ist immer wieder spannend, gerade auch in diesen Zeiten mal ein bisschen mehr hinter die Kulissen des Profisports zu schauen. Ich wünsche, dass wir vielleicht wieder freier die Halle füllen können, zum einen und zum anderen, dass insbesondere die Jugendlichen und die Kinder auch wieder mehr selber Sport treiben können. Ich danke für Ihr Interesse, bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen, bis bald.